Jetzt erkläre ich Ihnen den Unterschied zwischen assoziativ und bisoziativ. Also, Sie nehmen wieder Schmierpapier, ich nenne Ihnen ein Wort und Sie notieren so viele Assoziationen, so viele Sie können zu diesem einen Wort. Ich werde ein Wort sagen und dann schreiben Sie noch und noch und noch und noch und noch und noch, so viele Sie können. Also Herr Müller, hier ist der Beweis, Edding 33 permanent. Lassen Sie sich ja nicht sagen, den gibt es nicht. Ich habe ihn hier. So, Sie kriegen 90 Sekunden Zeit für diese Übung. So, ich nenne Ihnen das Wort tanzen. 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 Was fällt Ihnen dazu alles ein? So, das waren jetzt Assoziationen. Jetzt bitte ich Sie, zu demselben Begriff alles das aufzuschreiben, was Ihnen dazu nicht einfällt. Das wären jetzt Bisoziationen. Das heißt, eine Assoziation ist ein Gedanke, der bereits in Ihrem Wissensnetz drin gehangen hat. Also machen wir ein Kava assoziativ. Dann können wir sagen, A steht für alt und V steht für Verbindung, seine alte Gedankenverbindung, die zu dem Wort tanzen vorher bereits existiert hat, die sie lediglich hervorkramen. Kommt also immer aus der Vergangenheit. Okay? Jede Assoziation stellt immer dar eine Inventur. Und diese Inventur sagt Ihnen erstens, was weiß ich? Was weiß ich? Zweitens, was denke ich? Wie das Beispiel mit Kunde schon gezeigt hat. Wenn wir die Leute debattieren lassen, dann kommen ganz andere Assoziationen hoch, als wenn sie ein Kava oder ein Kaga machen sollen. Also was denke ich? Dann können wir sagen, je öfter Sie es machen, je öfter Sie zum selben Thema Assoziationen suchen, zum Beispiel als Kava, zum Beispiel als Wissens-ABC, zum Beispiel indem Sie frei nachdenken, desto höher wird die Zahl der Assoziationen, die auftaucht, und desto schneller geht es. Also Zahl und T steht für Tempo, desto schneller geht es. Wenn ich die Quantenphysik wieder bemühen darf, wenn Sie es ein paar Mal gemacht haben, dann können Sie sagen, okay, A wie Atommodelle, B wie Bosonen, C wie Cäsium, Lichtgeschwindigkeit, D habe ich nichts Gescheites gefunden gestern Nacht, als ich mir das zurechtgelegt habe, A, B, C, D, E ist EP, Einstein-Podolsky-Rosen, EPR zum Beispiel und so weiter, dann geht es immer schneller. Das heißt also, das ist ganz wichtig, wann immer Sie merken, dass Sie zu einem Thema nicht so schnell Gedanken finden, wie Sie eigentlich gewohnheitsmäßig denken, wissen Sie, dass Sie weniger dazu wissen, als Sie dachten. Und deswegen ist es eine sehr spannende Übung. Wenn Sie ein paar Wissens-ABCs mal gemacht haben, haben ein Gefühl dafür gekriegt, dass Sie sagen, okay, zu dem Thema werde ich jetzt eins machen. Wie viele Wörter werde ich wohl in 3 Minuten schaffen? Dass Sie vorher raten. Dann machen Sie die Übung und dann sind Sie entsetzt. Oder erfreut. Manchmal werden Sie ganz erstaunt sein, dass Sie mehr wissen, als Sie dachten, und manchmal werden Sie weniger wissen. Also es ist immer eine Inventur und zeigt Ihnen, was Sie wissen und was Sie denken. Das SS steht für seelischen Schnappschuss. Wenn wir bei Kunde König, wo habe ich das hingezeichnet? Auf welchen Kunde König? Hier, gell? Wenn wir bei Kunde König so einsame Kunden sehen, das ist ein seelischer Schnappschuss, wie wir zu dem Thema stehen. Wenn wir Servilität mit Service verwechseln und sehen uns in dieser devoten Haltung, das will der Kunde ja gar nicht. Sag mal, die 0,2% Kunden, die das wollen, die meinen wir nicht. Die meisten wollen das nicht. Die wollen einen gleichwertigen Partner haben. Kunde König, das heißt, ich bin auch ein König oder eine Königin und der Kunde auch. Wir unterhalten uns höflich miteinander, das kommt von Hof. Muss ich doch nicht im Sande kriechen, seine Füße küssen, wenn er König ist. Kann ich doch auch königlich sein, sind wir alle Adelige. Alle Royal Blood. Nicht? Das heißt, wir haben einen seelischen Schnappschuss, der sagt uns, was wir denken und wie wir denken.
So, das A steht für Ausbeute. Es geht ja darum, was rauskommt dabei. Und jetzt sehen Sie, warum Sie vorhin Intelligenz und Kreativität einschätzen sollten auf diesen Linien hier. Wenn Sie da bei Intelligenz und Kreativität unterschiedliche Linienlänge haben, dann haben Sie hier, wenn Sie da auch so runtergehen und sagen, ja, bin ich so kreativ, können Sie gleich wieder streichen. Intelligentes Reagieren geschieht, wenn Sie zu dem Thema, um das es gerade geht, zu dem Problem, was immer, Fäden haben im Netz, können Sie intelligent wirken. Wenn Sie Fäden haben, können Sie mit denen spielen, können Sie kreativ sein. Und da, wo Sie keine Fäden haben, sind Sie nicht kreativ. Sie sind also nicht weniger kreativ als intelligent. Und das ist immer themenbezogen. Zum Thema der Quantenphysik sind Sie vielleicht weder besonders intelligent noch besonders kreativ. Dafür haben Sie Ihre eigenen Kernkompetenzbereiche, wo ich nicht mithalten könnte, weil Sie dann intelligent und kreativ reagieren können. Okay? Da wird gerade ein Kind geboren und jemand wird angerufen und muss sofort ins Krankenhaus. So, und dann haben wir die Ausbeute, haben wir schon. Jetzt fehlt noch ein I irgendwo, fehlt noch ein I, dieses da, das sind Ideen. So, das ist assoziatives Denken. Bisoziatives Denken ist alles bis auf das A und das S. Es ist nichts Altes. Und hinten haben wir wieder V für Verbindungen. Bisoziatives Denken ist wahnsinnig spannend. Ja, wir haben noch 7 Minuten Zeit. So, ist wahnsinnig spannend. Also, schauen Sie, wenn Sie zu einem Thema viel wissen, dann stellen Sie sich vor, Sie haben zu dem Thema, wir nehmen eine andere Metapher, wir gehen jetzt aus dem Wissensnetz raus, haben Sie eine Denkwolke, einen Denkgedankenschwarm. Das ist eine assoziative Wolke. Je mehr Sie wissen, desto mehr Assoziationen hängen an dem Thema, an dem Schlüsselwort für Sie dran. Und je mehr Sie das geübt haben, die ABC-Listen sind brillante Trockentrainings, desto größer ist die Denkwolke. Also können Sie intelligent und kreativ umgehen. Aber jetzt nehmen wir an, Sie haben eine zweite Denkwolke. Und die hat mit dem nichts zu tun. Normalerweise berühren die sich nicht. Und eine Bisoziation ist nach Köstler, wenn Sie etwas aus diesem mit dem verbinden. Das heißt, eine Bisoziation ist eine Assoziation, die normalerweise nicht stattgefunden hätte. Das ist eine Bisoziation. Sehen Sie, der Unterschied zwischen Kreativität hoch 1, sagen wir mal, und hoch 1 sagen wir nicht dazu. Also wenn wir sagen Kreativität, meinen wir Kreativität hoch 1. Das ist die assoziative Kreativität und mit Fleiß können Sie kreativ sein zu einer Reihe von Themenbereichen. Drücke ich mich ganz klar aus. Es ist nur eine Frage, wie viele Wissens-ABCs Sie gemacht haben zu diesem Thema und dann rollen die Gedanken, dann fließen die Gedanken. Fein. Bisoziationen sind Kreativität hoch 2. Warum? Wenn Sie eine Assoziation haben, Sie fangen jetzt an nachzudenken und dann stoßen Sie rein und dann sind Sie in der Denkwolke drin und jetzt haben Sie Reichtum noch und nöcher. Können Sie sehr intelligent und kreativ nachdenken, spielen, können Sie den mit dem verbinden, den mit dem und so weiter. Wenn Sie eine Bisoziation schaffen, dann haben Sie in irgendeine zweite Denkwolke hineingestochen und jetzt haben Sie kumulativ sowohl additiv alles, was da drin ist, als auch alles, was da drin ist. Jetzt wird die Sache absolut fantastisch. Im 12. Jahrhundert hat ein gewisser Raimundus Lullus, der übrigens auch Mindmap erfunden hat, wenn Sie so wollen, der hat den Wissensbaum erfunden. Da waren die Wurzeln, der Baumstamm, die Zweige, war alles beschriftet, also das war der Vorläufer. Dieser Raimundus Lullus hat etwas erfunden, das nannte er ein Denkregister. Wird so geschrieben, Denk mit CK noch, mit einem Doppelstrich für drin, Denkregister. Und da hat er also zum Beispiel eine Liste von irgendwelchen Begriffen genommen und hier hat er eine Liste genommen von Gottes Attributen. War ja alles damals sehr religiös. War damals alles noch sehr fundamentalistisch bei uns. Sehen Sie, und weil wir schon ein bisschen weiter sind, nehmen wir es den Ländern übel, die noch nicht weiter sind. Haben wir diese Saubären. So, dann konnte man diese Sachen hier nehmen, sagen wir mal, wie man einen Schrank baut oder irgendwas, Ideen, Denkwolke zu Schrank bauen und konnte es mit den diversen Attributen Gottes verbinden. Und damit hat er quasi Bisoziationen geschaffen. Das heißt, wir können mechanisch Bisoziationen herstellen.
Es nützt uns aber nur was, wenn wir dann assoziativ weiterdenken können. Wenn Sie ein leeres Wissensnetz haben, nützt Ihnen gar nichts, dass Ihnen jemand eine Bissoziation schenkt. Sondern dann weitermachen damit, das ist das Wahre. Also nehmen wir an, Sie machen ein Wissens-ABC, von mir aus ein Tiere-Alphabet und ein Berufe-Alphabet. Und dann können Sie ein Denkregister aufbauen. Dann können Sie, also das sollte jetzt hier oben so, so. Dann können Sie das mit dem verbinden, mit dem. Nein. So, das können Sie natürlich hier auch machen. Sie können diesen Begriff mit dem verbinden. Sie sehen also, wie viele unendlich viele Bissoziationen dabei rauskommen. Aber das nützt Ihnen nur etwas, wenn Sie jetzt assoziativ weiterdenken können. Ich zeige Ihnen nachher, wie das funktioniert im Alltag mit echten Problemen. Ist es soweit logisch? Können wir nachvollziehen. Und deswegen, je mehr innere Archive Sie aufbauen, je mehr Wissens-ABCs Sie parat haben zu allen möglichen Themen, fangen Sie an mit Tiere und Berufe und berühmte Namen und Blumen und Pflanzen und Städte und Länder und.